Mette Marit von Norwegen anders als Kate, Camilla und Co., warum ihr Magazincover gefeiert wird. Mette Marit von Norwegen verbringt ihre Freizeit am liebsten mit Büchern und Kreativität. Jetzt darf jeder sehen, wie sie zu Hause auf Guts Kaugum arbeitet. Prinzessin Kate, 42, hat es getan, Königin Camilla, 76, ebenfalls, und jetzt wagt sich auch Mette Marit von Norwegen auf die Titelseite eines Magazins. Die Fans der Kronprinzessin sind begeistert, und ganz gewiss ist es auch das Königshaus. Denn die Zeitschrift, für die die 50-Jährige sich zu Hause auf Guts Kaugum fotografieren ließ, ist eine ganz besondere. Mette Marit von Norwegen wird für ihre große Leidenschaft zum Covergirl. Nein, es geht nicht um Mette Marits Beauty-Geheimnis oder um Details aus ihrer Ehe mit Kronprinz Håkon, 50. Es geht um die große Leidenschaft der Kronprinzessin. Weben. Richtig gehört, die Schwiegertochter von König Harald, 87, und Königin Sonja, 87, ziert die aktuelle Ausgabe der Fachzeitschrift Norskusflid, Norwegens größte Zeitschrift für Handwerkskunst. Auf mehreren Doppelseiten gibt die Kronprinzessin exklusive Einblicke in ihre kreative Passion. Und schwärmt, das Weben ist eine alles verzehrende Tätigkeit. Es erinnert uns an den Wert der Dinge, mit denen wir uns umgeben. In vielen Räumen verteilt finden sich riesige Webteppiche, die die begeisterte Hobbyweberin allesamt selbst hergestellt hat. Am Webstuhl findet die Mutter von Prinzessin Ingrid Alexandra, 20, und Prinz Sverre Magnus, 18, die Ruhe und Kraft, die sie in ihrer Rolle als kranke Kronprinzessin manchmal so sehr braucht. 2018 machte Mette Marit ihre Diagnose öffentlich, seitdem weiß jeder, dass sie gegen eine unheilbare Lungenfibrose kämpft. Beim Weben kann sie alles vergessen, sich von Sorgen ablenken und einfach nur im Hier und Jetzt sein. Weben ist eine Übung in Geduld, sagt Kronprinzessin Mette Marit. Doch wie kam die Kronprinzessin auf dieses, zugegebenermaßen, recht ungewöhnliche Hobby? Das Interesse am Erschaffen von Dingen wurde ihr bereits in die Wiege gelegt. Handarbeiten sind ein wichtiger Teil meiner Familiengeschichte, erklärt die zukünftige norwegische Königin stolz. Nach und nach sammelte Mette Marit dann eigene Erfahrung in diesem Bereich. Eine Freundin und ich hatten darüber gesprochen, mit Keramik oder Weben anzufangen. Ich hatte in der Vergangenheit schon einige Töpferkurse besucht, mit unterschiedlichem Erfolg, würde ich sagen. Also meldeten wir uns für einen Webkurs an. Mittlerweile sei das Weben für sie nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken. Weben ist eine Übung in Geduld. Und es macht auch unglaublich viel Spaß. Ich liebe es, mit Farben zu arbeiten. Sich hinzusetzen und Garne in verschiedenen Schattierungen zu kombinieren, gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Ja, die Worte der kreativen Kronprinzessin drücken recht eindrucksvoll aus, wie sehr sie ihre Ablenkung vom Alltag genießt. Übrigens hegt Mette schon den nächsten Traum, sie will ihren bisher größten Teppich weben. Dafür braucht sie allerdings einen noch viel größeren Webstuhl. Ob sie sich diesen anschaffen und wo sie das Gerät hinstellen darf, müsse sie allerdings erst mit ihrem Mann besprechen, lacht sie. Einfach sympathisch.